relativ wohlhabenden Gesellschaften wie in Deutschland. Und das erklärt die Schärfe dieser Debatte. Sehr viele Menschen betrachten es als Angriff auf ihren Wohlstand, als Angriff auf ihre soziale Gleichstellung, auf den Status sozusagen, den sie haben, wenn Fleisch teurer wird und sie es sich eben nicht mehr alltäglich leisten können. Da sehe ich die große Debatte in weiten Kreisen der Bevölkerung, nicht in allen. Da gibt es all diese Spezialklientelen, über die jetzt viel gesprochen worden ist, Vegetarier, aufgeklärte Menschen, Menschen, die sich ethische Gedanken machen. Aber der große Teil der Gesellschaft, glaube ich, da ist das Argument, wenn ich mir das Fleisch nicht mehr leisten kann, dann geht es mir schlechter als meinem Nachbarn. Und das verhindert, dass man auf diesem Weg so sehr weit kommen konnte. Ich glaube, es wird nur umgekehrt ein Schuh draus. Wenn man das machte, müsste man auch die gesetzlichen Ansprüche erhöhen, weil das kann man erklären, warum unsere Umwelt kaputt geht, warum die Tiere schlecht gehalten werden, dass man das abstellen muss. Das kann man nicht über den Preis machen. Aber wenn das Fleisch weiterhin so billig bleibt, dann wäre das aber auch ein Signal oder auch nach wie vor diese Deutung, das ist nichts wert. Denn was es kostet, ist ja eigentlich auch nichts wert. Also man kann das sehr gut und oft beobachten im Supermarkt, mit welcher Geringschätzung da die abgepackten Sticks auf das Kassenband geknallt werden. Also da gibt es auch kein Gefühl mehr dafür, dass das mal ein Tier war. Über allem steht sozusagen dann das Menschenrecht auf das Stück Fleisch. Ja, das ist ein interessanter Punkt, aber in der Tat, ich würde Herrn Eckert da zustimmen, ist das ein Eingriff in Individualität und Persönlichkeit. So wird das diskutiert und so wird das auch für viele empfunden. Und Ernährung gilt da auch noch so als die mit einer der letzten Festungen, könnte man so sagen, in die sich der Deutsche oder die Deutsche nicht reinreden lassen will. Und gleichwohl denke ich aber auch, ja, wir werden nicht herumkommen, meiner Meinung nach auch, das ein Stück weit mit einzupreisen. Also Qualität hat eben auch seinen Preis. Aber dann denke ich eben auch, wie Herr Eckert sagt, muss das eben auch flankiert werden durch politische Maßnahmen, durch Auflagen, dann auch für die Branche etc. Also ich denke, es sollte dann Hand in Hand gehen und es sollte entsprechend eben auch kommuniziert werden, durch Label einen Ausdruck finden etc. Aber meiner Meinung nach ist das in jedem Fall auch ein Ansatz, der mitverfolgt werden sollte. Ich wollte nur deutlich machen, wenn man den Preis jetzt einfach nur erhöht, erreicht man gar nichts. Das ist das Dilemma der Verbraucher. Es nützt ja nichts, wenn ich etwas mehr ausgebe, weil im Zweifel kommt die Schweine. Ihn vergöttert und als hinterwäldlerischer Single und waffennah und Fälle, wo Menschenrechtsaktivisten sagen,
einer verleumderischen Pressekampagne und bekommt da zum Glück Beistand von einem engagierten Anwalt, Watson Bryant, gespielt von Sam Rockwell. Und durch den Blick dieses Anwalts rückt der Film dann nochmal näher an Richard Jewell heran. Und zum Entsetzen dieses Anwalts ist Jewels Respekt vor den Autoritäten so groß, dass er bereitwillig mit dem FBI zusammenarbeitet und sich auch selbst zum eigenen Nachteil belastet. Also da hat dieses Psychogramm dann auch fast wieder komisch machen könnten. Korrespondent Holger Roman. Zu den von Brüssel verlangten Zugeständnissen gehört, dass die Airline lukrative Start- und Landerechte an den wichtigen Drehkreuzen München und Frankfurt abgibt. Dies soll es Konkurrenten wie Ryanair oder EasyJet ermöglichen, ihr Geschäft mit bis zu 4 Maschinen an diesen Standorten auszubauen, an denen die Lufthansa über beträchtliche Marktmacht verfügt. Ob das aktuell wirklich schmerzt, ist allerdings fraglich. Der Luftverkehrsexperte Heinrich Groß-Bongardt. Das ist, glaube ich, mehr ein Nadelstich als wirklich eine sehr schmerzhafte Geschichte. Denn diese 12 Landerechte, um die es geht, die sind ja doch sehr überschaubar. Klar, die Lufthansa muss da Wettbewerbern Zugang gewähren, wenn die denn überhaupt Interesse haben im Augenblick. Aber insgesamt hat die Lufthansa an ihren beiden Drehkreuzen einen höheren Marktanteil als zum auf diesem internationalen Schlachtmärkten, wo es um Cents geht, ganz wenige Cents, ist das eben schon auch wettbewerbsrelevant. Aber da in Deutschland so lange eben der Dumpinganbieter international war, ist das, glaube ich, jetzt auch gut vertretbar. Das ist ja auch nur eine Stellschraube in diesem ganzen Kosmos, den Sie ja gerade beschrieben haben, der sehr differenziert ist, weil es ja auch eine ganze Kette ist, die daran hängt. Es geht ja nicht nur um die